die Kescher fliegen Larve. Was hier krabbelt, werden wohl die meisten noch nie gesehen haben. Dieses Tierchen ist etwa 1 Zentimeter lang und auf natürlichem Untergrund sehr unscheinbar. Es ist eine Larve. Daraus will mal eine Kescherfliege werden. Die Larve lebt in Ufernähe an Gewässern. Sie baut sich einen Köcher aus einem feinen Gespinst, den sie mit kleinen Steinchen und sogar Schneckenhäuschen beklebt. So ist sie geschützt und nahezu unsichtbar. Sie lebt von den kleinsten Pflanzenteilen. Nach einiger Zeit verpuppt sie sich und bald schlüpft die fertige Köcherfliege. Diese fliegt nur wenig und nimmt keine Nahrung auf.